Ich hab doch Äpfel auch noch los. Oder haben die nicht gesessen? Das kann gut möglich sein, dass sie gar nicht gesessen haben, die Äpfel. Das kann natürlich gut möglich sein. Mal probieren, natürlich nochmal probieren. Wir werden so lange probieren, bis wir es irgendwann mal geschafft haben. Wollte meinen, da muss doch noch mehr kommen hier. Bei dich, Rüpel. Und ich dachte, das wäre hier unten Lava. Als die Schlange kam, weil er ebenfalls so rot ist. Das ganze Gedönszeugs. So, jetzt gibt's hier erstmal. Da reicht da auch das Schwert. Da muss das Schwert da auch reichen für. Nee, das reicht nicht. Und du kannst hier nichts tun. Du musst hier tatsächlich die Äpfel irgendwie schmeißen, irgendwie loswerden. Ja, das sitzt. Aber das sieht mir doch aus jetzt da unten, die Lava. Wie willst du das tun? Wie geht das? Du kannst nicht. Du musst hier irgendwie aus der Luft loswerden, oder wie? So, wo seid ihr hier? Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Hier unten hier stehst du ziemlich sicher. Du musst bloß dem Feuer immer über die Feuerwellen irgendwie drüber hinwegspringen. Oder eben halt die Plattform nutzen, ja? Die drüberliegenden, um den Feuerwellen auszuweichen. Und dann kannst du von unten deine Äpfel spammen eben. Spammen ist, glaube ich, das richtige Wort. Immer reinflacken in die alte Schlange, in die alte... Ja, was ist das? Kobra, denke mal, war doch das gewesen, ne? Mit dem Flügelchen an der Seite dran. So, ja, da kannst du einen Doll beamen. Und du kommst hier echt mit Äpfeln nur voran. Das ist ja auch nicht verkehrt. Das Schwert hier, da taugt hier nichts. Manchmal will er auch nie werfen. So kommt mir das vor. Zieht aber trotzdem Äpfel dann ab, oder wie ist das? So, Schlange ist da und hat sofort gesessen. Der erste Apfel. So komme ich hier gut drüber. Ah, wenn du den nämlich... Oh nein, nein, darauf habe ich nicht geachtet. Wenn du den, was wollte ich sagen, mit Äpfeln eindeckst, bedeckst. Wenn du alle draus feuerst, dann kann er auch keine Feuerschwaden von sich geben. Das ist auch recht interessant. Also Äpfel sammeln, da geht ja nicht. Du kannst ja bloß maximal 4 immer sammeln. Das ist es. Wenn da immer wieder welche auftauchen würden, dann würde das gehen, ja. Aber geht ja so nicht. Ich hab hier vor. Hier jetzt auch ziemlich viel verloren. An Energie schon. Aber jetzt komm mal her hier. Jetzt hau ich meine ganzen Äpfel hier erstmal raus, Junge. Und da sind sie auch schon Geschichte. Da nicht hin oder kann ich hier runterspringen? Nee. Das geht nicht. Ich dachte, mit Ducken und Springen kannst du da eine Ebene tiefer springen, aber du kommst da nicht hin und wenn du da hinten stehst, dann bist du zu weit ab, ey. Ich hoffe, ich muss das Level jetzt nicht von vorn spielen. Distracted by Iago, that in recovers to find the lamp is missing. Ja, das wissen wir doch schon. Und wir wissen auch, dass wir in Jafars Palace drin sind. Oh nein. Nein. Das kann heikel werden hier, das Level, glaube ich. Und sieht so aus, als wäre das hier jetzt echt das letzte Level. Das ist doch nicht wahr. Und was macht der Elefant? Gibt der irgendwie was Besonderes? Warum sie hier Kuscheltiere? Oder kam das im Film überhaupt so vor? Das weiß ich auch nicht. Das so der Fall gewesen ist damals. Dass er tatsächlich da irgendwie Kuscheltiere gesammelt hat. Wobei gesagt wurde, es wurde ja gesagt, die Mega Drive Fassung, die orientiert sich doch sehr arg doll an den Film von Disney. Wohingegen die Super Nintendo Fassung dann eben wieder, in der ist das nicht so der Fall, ja. Dann eben wieder nicht so drauf ist. So, ich werde mal jeden Apfel saven, den ich kann. Oh. Einfach bloß immer das Schwert nutzen, falls uns irgendwer über den Weg läuft. Zack, 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 zack.
zack, zack, zack. Zack. Aua, die Mummel. War auch knapp da eben an der Kante gelandet. Aber hier passiert ja nichts, wenn du hier in den Stacheln fällst. Na doch, Energie kriegst du selbst verfreilichst. Abgezogen. Aber bist nicht instant tot. Das ist immer noch ganz gut. So, ich bin schon hier? Nee, ich bin noch nicht hier. Da ist erst der Laden, ne? Ja. Da ist erst der Laden. So, hier muss ich mal runter. Mann, du, komm doch mal runter vom Teppich. Bleib auf dem Teppich. Ja, und dann schießen sie wieder beide, wenn du denen den Rücken zukehrst. Das ist doch nicht wahr, das ist doch nicht wahr. Ich brauche mehr Herzen. Aua. Ah. Bisschen Concentration ist hier angesagt. Gerade. Jawohl, da ist ein Herz. War dann eben ein Papagei? Ist der verschwunden oder war mir nur so? Ist mir nur so gewesen. So, hier oben war da noch was? Nee. Doch, da oben, da macht einer Stunk schon. Und da drüben, ja stimmt, da war das. So war das. Hm. Für nehmen. Krieg voll. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ist, denke mal, noch nicht ganz voll, aber trotzdem gut. Der kann mir von da oben noch treffen, oder was? Ich glaube, es hackt. So, hier müsste der Teppich sein. Nee. Geht noch ein bisschen was. Da ist er. Da ist er. Und jetzt heißt es Boss-Time? Oder wie ist das? War das hier? Oder war das nicht hier? Nee, sonst wäre ich längst da, oder? Nee, da ist er. Da ist er. 26 Äpfel. Ja, das sollte funktionieren. So, jetzt komm mal her hier. Ihr merkt da, dir noch eindecke mit. Zack, 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 zack. Doch, er spammt doch noch seine Feuerschwaden raus, ja? Ah, warum? Warum springst du da oben rauf, ey? Ich habe immer versucht, da unten zu bleiben. Einfach bloß drüber hinweg springen, über die Scheiße mit dem Feuer da, ja? Und jetzt hast du erst wieder, oh, wieder so wenig Äpfel. Wie sollst du das schaffen? Wie geht das? Das ist doch nicht wahr. Mir hier echt zusammenreißen mit der Lautstärke. So, der zieht mir gleich wie sau wild und verrückt an. Komischerweise auf der Seite nicht. Na, obwohl, vielleicht unterbrechen die Äpfel bloß seine Stärke, ja? Ja, genau so sieht das aus. Der wird dann immer stärker. Den nicht unbedingt beflaxt mit deinen Äpfeln. Kriegt doch hier überall immer eine gewischt. Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Soll ich hier... Was soll ich machen? Was soll ich machen? Da hängt mein Herz. Ah, er unterbricht dann sein Feuer irgendwann mal. Einfach bloß immer ausweichen, aber du kannst nicht auf der Stelle stehen bleiben und dann springen. Das geht nicht. Und werfen... Da kommst du auch nicht durch mit dem Apfel. Ich werf doch die ganze Zeit. Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein, ey. Du wirfst da deine Äpfel. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mitbekommen, ob die unten weniger wären oder nicht. Aber da passiert da nichts. Da passiert da nichts. Ich habe den Dreh immer noch nie raus. Da muss es irgendwie einen Kniff geben, glaube mal. Den man da befolgen muss für. So, jetzt aber runter hier. Der darf seine Power nicht so weit aufladen. Ah ja, da muss ich erst wieder ein paar Mal treffen lassen von denen. Ah, gib mir Äpfel. Wenn ich euch einsacke, sind dann drüben... Oh, ich hab doch jetzt schon wieder... Kann doch jetzt schon wieder Game Over. Ankreuen an der Tafel.
So geht's, so geht's. Ich hab den Kniff, den Bogen, glaube ich, raus. Oh, da hat er die Feuerschwaden zu früh losgeschickt, genauso wie jetzt. Da musst du wirklich timen. So zum Beispiel. Oh, werf doch den Apfel! Ich werd bekloppt hier, ich werd neu, ich dreh durch. Ich dreh hier noch durch. Jetzt flack raus die Scheiße, genau so. Gleich ist es das wieder gewesen für mich. Komm schon, jetzt kann ich ein bisschen spammen. Aber ich hab den Bogen raus. Ich hab den Bogen raus, so wie es mir aussieht. Oh, bleib oben! Meine Hütte, ey. Bleib doch oben. Du kannst da nicht ruhig bleiben. Das geht nicht. Das tut mir leid, meine Nachbarn. Das tut mir für euch leid. Aber das geht nicht. Oh Mann, 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 ey. So, jetzt aber. Ich weiß nicht, wie ich hier umgehen kann überhaupt. Dass du nicht mehr so stark saugst. Ah, jetzt komm her. Jetzt komm hier und gib mir Äpfel. Oh, das hat gesessen. Schon mal ganz gut. Ganz gut hat er schon mal gesessen. Ah, warum? Der konnte mir da nicht treffen. Bleib oben, Mann, verdammte Scheiße. Ist das ein Affentanz? Aber sieht gut aus. Ich glaube, nun kann ich es schaffen. Oh, obwohl das letzte Leben, da muss ich erst mal wieder das komplette Level durchwandern, ja. Das ist es. Da muss ich erst wieder das komplette Level durchwandern. So, ah, schick doch die Flamme andere Seite lang. Wie schnell er auch drehen kann. Das ist nicht wahr. So, zack. Boah, da hat er wieder den Apfel nicht fallen lassen. Aber er hat keinen abgezogen. Obwohl er pst, immer macht. Konzentration, Konzentration. Ich bin gut unterwegs. Ich habe auch noch genügend Energie da oben in der Lampe. Wie viel brauchst du noch, du alter Sack? Ich krieg auch zwei rausgeflackt. Alter Schwede. Komm schon, das muss jetzt doch bald sein. Aber ich hab's raus, ich hab den Bogen raus, ich hab den Bogen raus, wie gut. Wie gut. Jawohl, Zeit ist auch da. Oh, jawohl. Oh, wie gut, wie gut, wie gut. Das muss es gewesen sein, ne, für das Game. Ja, das war's. Alter Schwede. Meine Fresse, du. War das ein Fight? Nicht übel, nicht übel. Aber cool, dass du auch dazulernen kannst. Ja, cool bei dem Game. Ich bin da fast verrückt geworden. Echt. Fast verrückt geworden. Nee, nee, nee. Doch schwer, doch schwer. Ich glaube aber damals, da hatte ich das nur auf Easy oder Practice. Was war der erste Schwierigkeitsgrad? Habe ich da überhaupt durchgeschalten am Anfang? Das weiß ich gar nicht mehr. Durchgezockt, geschafft gehabt. Da war ich noch nicht so gut unterwegs, wie ich heute bin. Na gut, das Mega Drive Controller-Viech, das ist ja auch nicht damit zu vergleichen. Also ich denke mal, das macht schon was aus. Spielst du hier mit so einem modernen, ja, Xbox One Gamepad an deinem PC, ja. Das macht schon ein bisschen was aus, als hättest du da so ein klobiert, ja, Mega Drive Gamepad aus der ersten Generation, was so richtig dolle, glaube ich, schon gewesen ist damals. Oh, aber trotzdem,
Am Anfang sagte man das auch so, und ich hab ja da schon immer verlauten lassen, man sollte den Tag nicht vorm Abend loben. Ja, und genau so war das gewesen. Aber wir hatten ja noch genügend Wünsche auf dem Konto. Schade, dass man das nicht irgendwo angezeigt bekommen hat. Na, obwohl, ich habe auch nie Pause gedrückt im Spiel. Das muss ich ja dazu sagen. Vielleicht wäre da noch ein Menü erschienen oder so. Da wo man ein bisschen was an Übersicht noch hat oder sowas. Oh, Junge, Junge. Junge, Junge, Nut. Aber echt ein ganzer Tobi-Zock, das sind jetzt, was sind das, eine Stunde 50 Minuten. Mit ein bisschen was Unterbrechung von, ja, was wird das gewesen sein, da wo ich Nase schneiden war. Glaube mal so 2 Minuten im Höchstfall. So, wäre das gewesen. Und da hier schon das Game durchgezockt, ein ganzer Tobi-Zock durchgezogen. Ist ja prima, ey. Das würde bedeuten 6 Folgen, ne? Mal gucken, wie ich das schnibbel, werden bestimmt nicht direkt immer in 20-Minuten-Parts draus geschnitzt werden, sondern, was weiß ich, 17, 18-Minuten-Parts oder so, aber das geht ja auch immer noch. Und dann habe ich jetzt ganz schön viel zu tun, weil momentan ist der 20.10., habe ich auch noch nicht gesagt, im Spiel selbst, ne? Im Let's Play hier. Ja, wie viel da heute überhaupt Neues? Jetzt habe ich erstmal eine ganze Latte an Videos zu rendern. Also die 6 hier jetzt. Und eine Session in Car Mechanic Simulator muss ich auch noch unbedingt machen. Da muss ich jetzt schon verschieben, weil morgen kommt, sollte das neue Video, ein neues Car Mechanic Simulator Video auf dem Kanal erscheinen. Aber, ja, noch nichts vorproduziert, weil ich Bock auf Aladdin hatte und Bock irgendwie was zu machen. Speziell jetzt zu Halloween. Obwohl das Game an sich nun nicht so sehr viel mit Halloween zu tun hat. Ich habe auch mit den Gedanken gespielt, irgendwie ein Silent Hill zu beginnen oder so, aber das wollte ich dann auch nicht tun. Irgendwie was Kurzes kam mir dann in den Sinn. Und da fand ich ja ein Mega Drive Game schon nicht übel. Und da fiel meine Wahl daneben auf Aladdin. was nicht schlecht war. Find's echt nice, muss ich ja dazu sagen, dass jetzt ebenfalls innerhalb eines ganzen Tages bloß auf dem Kanal komplett von vorn bis hinten zu haben, das Projekt, ja? auch nicht übel. Obwohl der Start da schon ein bisschen was komisch war. Echt da noch irgendwie, ja, weiß nicht. Die Schnuze, die wollt manchmal nicht so mit dem Labern. Na gut, dann bin ich jetzt erstmal raus. Ich hoffe, ja, euch hat ein bisschen was gefallen hier, das Projekt jetzt zu Halloween. Vielleicht feiert er noch ein bisschen gerade. Ich weiß nicht, wie ich die Videos da über den Tag verteile. Vielleicht mache ich das auch vormittags diesmal. Plane ich sie alle vormittags ein, dass man nachmittags und abends daneben noch ein bisschen mal Zeit hat zum Feiern. Oder man gibt sich die Videos, ist ja jedem selbst überlassen, wie er sich das einteilt. Man gibt sich die Videos daneben halt abends, die 2 Stunden. Das ist schon nicht verkehrt. Ja, ich müsste eigentlich noch 7 Minuten labern. Einfach nur, dann könnte ich volle 20-Minuten-Parts liefern. Mal gucken, was der Computer hier anstellt. Aber ich denke mal, das mache ich nicht. Hier hinten extra unnötig in die Länge ziehen. Aber das interessiert mich jetzt doch, wie der Computer damit klarkommt mit der Bonus-Stage. Ja, was da noch so Phase ist. Gucken, wie er sich da anstellt. Ja, da hat es mir ja daneben schon rausgerissen gehabt bei der Welle. Boah. Ach, du kannst rollen? Ach so, durchschlagen daneben. Ach, da kommt langsam ein Leben runtergesickert. Ist ja auch nicht verkehrt. Stimmt, so war das gewesen. Ja, und neben Aladdin, da stand halt noch so, war Lion King. Aber da hatte ich reingeguckt gehabt, gestern sogar noch. Weil ich das noch schwerer in Erinnerung hatte wie das hier. Und da kam ich gestern so gar nicht drinne klar. Im Game selbst. Also habe ich das gelassen. Vielleicht kommt das noch irgendwann mal auf dem Kanal. Hätte ich liebend gerne auch auf dem Kanal, weil ebenfalls ein Spiel damals gewesen von Steve und seinen Zwillingsschwestern. Und auch von ihnen dann immer geborgt gehabt. Und ja, habe auch daran noch gute Erinnerungen an das Game daneben. Lion King, der König der Löwen. Ebenfalls Disney, ne? Na klar doch. Na gut, dann nicht weiter lang rumgeschnackt. Wie gesagt, hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß mit diesem Game. Auch wenn es mich da fast zur Weißglut getrieben hat. Zum Schluss dann eher hin. Aber trotzdem hübsch gelaufen, finde ich insgesamt so. Na gut. Dann sehen wir uns doch demnächst dann irgendwann mal wieder. Wenn denn ein Projekt kommt, was dir ebenso gefällt, dann mit Sicherheit doch. Denke doch mal. Bis dahin, halte
Die Ohren steif. Alter Kollege, alter Rübe. Oder alte Kollegin, alte Rübelin. Da ist ja, ja, hängt ja davon ab, wer da gerade zuglupscht. Gut, ich bin raus. Macht's gut. Bis denn dann. Tschüssi.